Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Und los geht's. Wir packen sie aus, die 5 Neuheiten von Schleich bei McDonald's im Happy Meal, Elder Creatures und bei Yala-Figuren. Ich beginne hier mal mit dem Schattenflughund. Das ist tatsächlich ein Wunschvideo, denn ich habe einen lieben Sammlerkollegen gefragt, mit welcher Figur würdest du anfangen? Er meinte ganz klar Schattenflughund. Und das ist mir auch schon von anderen Sammlern und Sammlerinnen an die Ohren gekommen. Darum fange ich hier damit an. Es gibt ja schon einen Flughund von Schleich, der hat ein paar Jährchen auf dem Buckel und den haben sie hier auch als Grundfigur genommen, allerdings etwas abgeändert. Der Originalflughund von Schleich hat ein geschlossenes Maul, hier haben sie ihm ja Zähne hingemalt, also ein leicht geöffnetes Maul, hat rote Augen, ist natürlich schwarz mit diesen violettfarbenen Schwingen. Der Flughund von Schleich hat, meine ich, eine transparente Flughaut. Bin ich mal gespannt, ob das hier auch so gemacht wurde oder ist die Figur blickdicht. Wir werden es uns anschauen. Hat im normalen Programm die Nummer 9. Und ja, das ist die Verpackung. Schöner Würfel. Hier der Schatten-Master-Roboter an der Seite abgebildet. Hier unten seht ihr auch alle Eldrador Creatures, die ihr bei McDonald's im Happy Meal oder auch einzeln bekommen könnt. Eine Figur kostet 3 Euro ohne das Happy Meal. Ja, dann lasst uns das mal ganz schnell öffnen und reinschauen. Ich mach's mal hier auf. Und natürlich sind die wieder in Seidenpapier eingewickelt. Und ich werde die Figur natürlich mit einer weiteren Figur vergleichen. Seid ihr auch schon so gespannt? Es ist eine niegelnagelneue, noch nie dagewesene Schattenfigur, ja? Aus der Eldrador Creatures Schattenwelt. Das ist spannend. Und Leute, boah, sie haben es transparent gegossen. Und ich meine, es wäre auch größer als der Flughund von Schleich. Ist schon ein Weilchen her. Ich habe die Figur da, aber liegt in irgendeiner Archivbox. Ich komme da momentan nicht dran. Aber das ist ja der Hammer. Wow, klasse. Ein transparentes Violett. Da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Wisst ihr was? Wir beginnen hier mal mit der Transparenz, damit ihr das seht. Ich habe hier meine Mini-Taschenlampe. Die müsste ausreichen, damit man das sieht, wie das hier durch die Flügel leuchtet. Ne? Ja, super, klasse. Also das ist schon wow, klasse, dass sie das so umgesetzt haben. Also die komplette Figur, wie es aussieht, wurde in Transparent gegossen. Und das Schwarz und Grau wurde halt bemalt. Und das Violett ist halt ganz einfach die Grundfarbe. Ne? Ich mache hier mal die Lichter aus. Dann sieht die Schattenkreatur noch ein bisschen unheimlicher aus, oder? Boah, seht ihr, wie toll das hier durchleuchtet? Das ist eine absolute Bombe. Man kann auch durch den Körper schauen, auch das wirkt ja alles violett. Auch wenn schwarz bemalt wurde, kann man hier wunderbar durchsehen. Sehr gut. Also, das ist eine absolute Granate. Bin schon wieder total begeistert. Also, was für tolle Figuren. Ich sagte schon in der Vorschau, also das sind, glaube ich, so mit die schönsten Figuren, die man bisher im Happy Meal finden konnte, ja? Definitiv der Hammer. Vor allem halt für alle Liebhaber oder Fans der Eldrador Creatures Serie. Also, unser Schattenflughund hat hier eine Größe, eine Flügelspannweite von 11 cm, eine Länge von 6,7 und wenn man so aufstellt, haben wir hier eine Höhe am Flügel gemessen von 4,3 cm, würde ich mal sagen. Gut, dann lasst uns hier mal einfach am Kopf beginnen, den haben sie hier grau bemalt. Die Augen sind rot, ganz schmal und man kann hier ein bisschen die gefletschten Zähne sehen, ne? Klasse. Das ist der Hammer. Die Schnauze haben sie schwarz gemacht, dann drumrum hier in einem Grau und der Rest halt die Ohren, der Körper in schwarz, bis auf die Unterseite, auch die haben sie in Grau skulpturiert. Man kann hier schön die Härchen erkennen. Hier sind richtig dicke, was sind das, Haarbüschel oder was soll das sein? Ja, steht ein bisschen weiter raus. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen, was das sein kann. Ja, also ich kann es nicht erkennen. Sind es dicke Haarbüschel oder was soll das darstellen? Falls ihr euch das vorstellen könnt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier sehen wir auf jeden Fall die Bestempelung.
McDonald's und Schleich 2023, CE-Zeichen. Hier hinten geht's in die Füße über, ist also in einer fliegenden Pose dargestellt. Das Schwarz haben sie sogar hier unterhalb vom Flügel noch ein bisschen weiter gemalt. Die Füße unten auch noch grau, oben sind sie schwarz. Man kann hier ganz leicht die Krallen, die gekrümmten Krallen erkennen. Auch von oben sieht man das sehr schön. Hier die Beinchen, hier geht es wieder weiter in den fellüberzogenen Körper. Und man sieht auch schön die Flugarme hier. Noch ein Don, natürlich ganz stumpf, damit sich hier niemand dran verletzen kann. Es ist Kinderspielzeug, klar. Und hier die einzelnen Flügelrippen bzw. Flügelfinger zu sehen. Und ihr seht die Flughaut, sieht aus wie so Pflastersteinchen. Ziemlich grob skulpturiert, das war auch schon beim Flughund so. Ist echt krass. Aber das kann man angucken, das kann man angucken. Insgesamt ist es echt ein cooles Teil, wie ich finde. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Mal schauen, ob ich da das eine oder andere Repaint draus mache. Also ist auf jeden Fall eine tolle Figur. Ich werde hier noch einen zweiten Schattenflughund auspacken. Dann lasst uns das mal vergleichen. Wie gut haben sie die umgesetzt? Übrigens, das hier geht immer ein bisschen schwer raus, ne? Ich glaube, Kinder reißen den kompletten Karton einfach auf und kaputt. Aber schneidet euch nicht, ne? Ist mir schon wieder passiert. Ja, alleine an so einer Ecke, wenn ihr schnell drüber fahrt, könnt ihr euch schneiden. Tja. Ne? Auch wieder in Seidenpapier verpackt. Und jetzt bin ich gespannt. Haben sie den gleich schön umgesetzt? Ne? Es ist immer wichtig, dass die Augen da sitzen, wo sie sitzen sollen. Ja, der rote Fleck sitzt da, wo er hingehört. Genauso auf dieser Seite. Auch das Maul, das weiß, sitzt hier sehr schön. Ich halte die mal übereinander. So kann man das am besten sehen. Ja, sehr gut. Klasse. Auch das Grau sitzt hier. Nichts verschmiert und gar nichts. Hier vorne ist übrigens noch ein kleiner Stempel. Zusätzlich zu dieser Prägung hier unten. Ja, das sieht doch gut aus. Und wenn man da eine ganze Flughund-Armee hat, sieht doch das bombig aus. Und ich sage ja, die transparenten Flügelchen gefallen mir sehr, sehr gut. Das Material ist hier ja ein Gummi, aber ein recht festes Gummi, würde ich mal sagen. Ja, also großartig biegen ist hier nicht drin. Also die Flügel flattern hier nicht durch die Gegend. Die sind schon recht stabil, aber so könnt ihr die Figuren halt auch toll aufstellen. Und das ist eine tolle Pose, ja, so leicht schräg nach oben gerichtet. Ihr könnt es auch kippen, ja, dann macht es den Sturzflug. Aber sehr, sehr, sehr cool. Also das fängt schon mal sehr positiv an. Die sind bombig. Freue mich, dass ich hier vier davon habe. Mal schauen, was ich draus mache. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Schöner Anfang, Leute. Das zum Schattenflughund, eine ganz neue Figur zu den Eldrador Creatures, wie man es so noch nicht hatte. Und ich muss sagen, dass die Krallen jetzt hier so abgerundet sind, stört mich relativ wenig. Hat eine schöne Größe und wäre auch so eine typische Eldrador Creatures Heftbeilage in einer wirklich guten Verarbeitung. Ich sehe hier keine störenden Gussnasen. Die Bemalung oder der Druck, wie auch immer, sitzt wirklich. Die Augen, das Maul, das Schnäuzelchen hier vorne, on point, und auch das Material macht auf mich einen guten Eindruck. Ja, und dann halt auch noch der Effekt, dass das hier transparent gegossen wurde, ne, in so einem transparenten Material, in diesem schattigen Violett, wie man es liebt bei den Creatures, das ist schon echt eine tolle Sache. Sehr, sehr, sehr schön. Also Leute, das hier, der Schattenflughund, ganz tolle Skulptur. Ich lasse den noch in 360 Grad drehen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Und ganz zum Schluss, wenn wir alle Figuren ausgepackt haben, dann werden wir die alle nebeneinander aufstellen und vergleichen von Figur Nummer 1 bis Figur Nummer 10. Alle Eldrador Creatures und auch alle Bayala Figuren. Gut, damit danke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit euren Figuren, mit eurer Figur, eurem Schattenflughund. Absolut lohnenswerte Figur. Für 3 Euro, komm, ist okay. Absolut kurios. Das wird man so vermutlich kein zweites Mal mehr finden. Ja, wir sehen uns. Ganz viele liebe Grüße. Bis dahin, euer Ruppi. Yay. Yeah.